Die führenden Männer der IG Farbenindustrie AG werden vor einem amerikanischen Militärtribunal abgeurteilt. Die Strafen sind milde, obwohl die IG tief in die Verbrechen der Nationalsozialisten verstrickt war. In westdeutschen Chemiefirmen nehmen die Verurteilten nach ihrer Entlassung bald wieder leitende Funktionen ein. In Mitteldeutschland steht der Chemieindustrie ein schwerer Neuanfang bevor. Im Zentralgebäude der IG Farben in Frankfurt am Main halten nach dem Ende des Weltkrieges die Oberbefehlshaber der Siegermächte Einzug. Armeegeneral Schukow verleiht einen Orden an General Eisenhower. Zur Feier des Tages verfolgen die Militärs einen Überflug der US Air Force. Ihr militärischer Auftrag ist erfüllt. Jetzt müssen die Alliierten über die Zukunft der deutschen Wirtschaft entscheiden. Darüber kommt es bald zum Streit. In einem Punkt herrscht allerdings Einigkeit. Die IG Farbenindustrie AG als Symbol der unheiligen Allianz zwischen Wirtschaft und NSDAP soll aufgelöst werden. Der Befehlshaber der 3. amerikanischen Armee löst die Sprengung der Pulverfabrik Kaufbeuren aus. Das Werk gehörte zum IG Farbenkonzern. Es wurde im Zuge der Zerstörung deutscher Rüstungsbetriebe als erstes vernichtet. Nun, es ist ja so gewesen, dass am 20. April 1945 die Amerikaner von Westen herkommend, also Dahlheim, Reuten herein nach Wolfen vorstießen. Am 19. April ist übrigens noch die Elektrolyse erst stillgelegt worden in der Farmfabrik, solange lief die noch hundertprozentig. Am 20. war die Besetzung und es war also so, dass in der Stadt nur, na, sagen wir mal, geringe Schäden durch Artillerie oder durch Fliegerbeschuss hier vorzufinden waren. April 1945, Deutschland ist besiegt. Amerikanische Truppen besetzen das Chemiedreieck Halle Leipzig. Traditionsreiche Standorte wie Schkopau, Leuna, Wolfen, Bitterfeld und Piesteritz beginnen mit dem Wiederaufbau. In Wolfen suchen GIs die leitenden Männer der Filmfabrik, darunter auch Dr. Martin Esselmann, auf. Es war ja so, dass die Amerikaner natürlich versucht haben, alle Spezialisten mitzunehmen. Und auch bei uns standen zwei LKWs vor der Tür und die haben gesagt, Mr. Esselmann, won't you come now with us and so on. Und mein Vater hat aber mit seinen Leuten gesprochen und die haben ihn gebeten, weil er ja der letzte Direktor war, der noch da war überhaupt. Die anderen waren ja alle schon weg. Nun können Sie doch nicht auch noch weggehen, denn sitzen wir hier ganz alleine und verlassen Sie uns nicht. Und mein Vater war immer in der Beziehung sehr treu und da hat gesagt, in Ordnung, ich mache das, ich bleibe hier. Nicht nur Schlüsselpersonal, auch Patente und Verfahren der mitteldeutschen Chemiewerke sind von besonderem Interesse für die amerikanischen Besatzer. Die Bevölkerung reagiert überrascht, als im Juni 1945 die Besatzungsmacht wechselt. Russische Truppen marschieren ein. An diesen Tag erinnere ich mich ziemlich genau. Es war ein wunderschöner Sommertag, der 4. Juni 1945, als von Merseburg kommend die sowjetischen Truppen mit Pandewagen am Schkopauer Werk vorbeizogen in Richtung Halle. Ich kam zum Marktplatz hier in Halle, es war Sonntag, ein schönes Wetter, so wie gerade jetzt in diesen Tagen waren. Ja, auf dem Marktplatz viele Menschen. Sehr viele, es wimmelte von Menschen, ja.
Ich kam damals in der Uniform, spät trug ich keine Differenzen. Ich stieg aus und da standen Leute und ich fragte ganz höflich, wo könnte ich, wo befindet sich das Polizeipräsidium? Ja, die Leute schauten mich an und dann rief eine Frau hysterisch, das ist doch ein Russe. Ja. Und die Leute erstarrten vor Schreck, ja, sie wurden zu Salzsäulen, ja, und gaben mir keine Antwort. Und plötzlich trat ein älterer Mann in einem schäbigen abgetragenen Anzug mit dem Gesicht eines Arbeiters. Er trat auf mich zu und reichte mir die Hand, sagte, Strastvuj Tavarisch, also guten Tag, Genosse. Die Grenzen der Besatzungszonen waren von den Siegern bereits im Herbst 1944 festgelegt worden. Sachsen, Thüringen und das spätere Sachsen-Anhalt gehören zur sowjetischen Zone. Der Besatzungswechsel vollzieht sich ohne besondere Zwischenfälle. Die Chemiebetriebe der Region gehören zur IG Farben, der Interessengemeinschaft Farbenindustrie. Viele leitende Angestellte ziehen es vor, mit den Amerikanern die Region zu verlassen. Im Wolfener Direktionsgebäude der Agfa Filmfabrik ziehen sowjetische Besatzer ein. Oberst Mumtschew wird Werkskommandant. Kulturoffiziere aus seinem Stab kümmern sich um die Umerziehung der Deutschen. Wahrscheinlich ist es unsere Grundeinstellung, dass die ideologische Erziehung doch sehr wichtig ist. Ja. Es war doch unsere Aufgabe, die Menschen im antifaschistisch-demokratischen Sinne umzuerziehen. Ja. Aber natürlich die ökonomischen Fragen spielten auch eine sehr große Rolle. Der kämpfenden Truppe folgen Beute- und Demontageeinheiten. Ihr Auftrag, Vergeltung für die deutschen Raubzüge in der Sowjetunion üben und die industrielle Entwaffnung des Feindes vorbereiten. Fabriken und Anlagen, die für den sowjetischen Aufbau interessant sind, werden inspiziert und beschlagnahmt. Zu den bevorzugten Zielen gehören die Werke der IG Farbenindustrie. Gleichzeitig beginnt die Suche nach aktiven Nazis. Politisch belastete Fachleute werden jedoch nicht verhaftet, sie werden gebraucht. Die Amerikaner hatten den sowjetischen Besatzern, die meist zu Fuß oder mit Pferdewagen einmarschiert waren, zur Erfüllung ihres Auftrages Lastwagen überlassen. Ja, das war also einmal, kann man sagen, mehr eine Zwangsverbringung. Das war das erste Mal. Da fuhr ich morgens mit dem Fahrrad in die Fabrik. Da sah ich an verschiedenen Häusern von Chemikern, sah ich also diese amerikanischen Dodge-LKWs und die grün bemützten GPU-Leute rummarschieren, die dann da die Herrschaften oder zumindest die Männer rausgeholt und mitgenommen haben. Auch in Mitteldeutschland nehmen die Siegermächte mit, was ihnen brauchbar erscheint. Die deutsche Chemieindustrie soll entscheidend geschwächt werden. Der Montage, Entnazifizierung und Zerschlagung der Kartelle steht auf dem Programm der Sowjets. Da wurden also vor allen Dingen auch Drehbänke und solche Dinge abtransportiert. Die wurden in große Verschalungen verpackt, nicht? Und wurden dann irgendwo hin. Wo sie je gelandet sind, das kann keiner nachvollziehen. Ich habe auch das Gefühl, da ist nicht viel angekommen. In Russland jedenfalls nicht. Mehr als die Hälfte der Anlagen der IG Farben befinden sich bei Kriegsende in der sowjetisch besetzten Zone. Erst einmal wird aufgeräumt. Überraschenderweise verfügen die sowjetischen Besatzungsbehörden nicht den totalen Abbau, sondern zeigen Interesse am Wiederaufbau der Chemiewerke. Die sowjetisch besetzte Zone soll den Westzonen Paroli bieten können. Es war klar, dass man 1945, 1946, nachdem die Rohstoffzuführungsfrage geklärt war, daran ging, diese Anlagen wieder aufzubauen. Leider kam dann die Zerstörung der Hydria-Ethylenfabrik im September 1945 durch eine Explosion dazu. Aber es ist zügig gearbeitet worden und die
Produktion konnte nach der Stabilisierung der Koks- und Kalkzuführung, das war das Wichtigste, einschließlich der Wasserstofflieferung aus dem benachbarten Leunawerk, dann langsam wieder sich nun stabilisieren. In Schkopau werden die Kabitöfen im Sommer 1945 wieder angefahren. Um sie betreiben zu können, benötigt Buna pro Monat mindestens 17.000 Tonnen Koks, 5.000 Tonnen Anthrazit, 2.000 Tonnen Benzol und große Mengen Kalk. Die Vorräte sind fast aufgebraucht. Kompensationshandel und Improvisation sind gefragt. Die neue Macht etabliert sich. Zunächst auch mit alten, bei der IG in die Lehre gegangenen Direktoren an der Spitze. Ein kompletter Wechsel der Führungsriegen würde den Aufbau gefährden. Wir haben absichtlich diese Leiter, diese Chefs auch in ihren Funktionen, ihren Ämtern belassen, weil sie doch sehr tüchtig, natürlich unter Kontrolle. Ja. Die sowjetische Besatzungsmacht hatte eine sehr pragmatische Lösung gefunden. Wer sich für den Aufbau zur Verfügung stellte, dessen Vergangenheit wurde nicht besonders durchröntgt. Ich kann mich erinnern, dass auch zu mir, obwohl es nicht sozusagen nicht mein Gebiet war, ja, Leute kamen, Deutsche kamen und sagen, na, das ist doch die waren doch, das sind Nazi. Und man hat sie auf diesen hohen Posten belassen. Man sollte sie, man müsste sie rausschmeißen und so weiter. Also viele Deutschen oder manche verstanden das nicht. Aber wir haben, glaube ich, richtig gehandelt. Wir haben sie dort gelassen. Bis ein neues Management die Führungspositionen einnehmen kann, werden noch Jahre vergehen. Nicht allein die Abwanderung nach Westen führt zu einem permanenten Mangel an Fachleuten. Auch die Besatzungsmacht braucht Chemiker, Ingenieure und Meister für die Installation der in Deutschland abgebauten Maschinen in sowjetischen Werken. Im Frühjahr 1947 werden Spezialisten aus Wolfen zur Reparationsarbeit nach Schostka in die Nordukraine verpflichtet. Sie sollen dort eine Kopie des Wolfener Werkes aufbauen. Frau Stenner geht mit ihrem Mann, einem Aqua-Ingenieur, nach Schostka. Eine Deportation in die Zwangsarbeit. Also freiwillige Entscheidung nicht, aber ein gewaltsamer Zwang mit Gewehr im Rücken war es auch nicht. Wir wussten das nicht. Es wurde natürlich meinen Eltern immer erzählt, das ist unter Zwang. Und da hatte ich mit ihnen ein Zeichen ausgemacht. Wenn ich einen Punkt mache nach dem Datum des Briefes, wenn sie Briefe bekommen, und da ist ein Punkt nach dem Datum, dann gilt der Brief. Aber wenn das nicht ist, dann steht einer hinter mir und diktiert. Aber es war immer freiwillig. Wir haben natürlich gefürchtet, dass wir viel, viel länger dort bleiben müssen. Und haben uns immer, wir hatten sehr viel Heimweh gehabt, alle, auch die Männer. Vor allen Dingen Weihnachten und wir haben immer gefürchtet, dass wir eben unser Leben lang dort bleiben müssen. Wenn wir gewusst hätten, dass wir nach 3 Jahren nach Hause kommen, hätten wir uns natürlich die ganze Sache anders zu Gemüte geführt. Im Frühjahr 1950 dürfen die Aqua-Spezialisten heimkehren. Enteignungen, Reparationen und eine falsche Politik überfordern zunehmend die Wirtschaft der DDR. Die SED-Führung reagiert. Sie hebt die Arbeitsnormen um 15% an und verfügt Konsumbeschränkungen. Die Propaganda gibt dies als freiwilligen Verzicht der Arbeiterschaft aus. Das neue Deutschland berichtet von freudiger Zustimmung für den neuen Kurs, doch die Arbeiter lassen sich nicht täuschen. Sie gehen auf die Straße. Am 17. Juni 1953 demonstrieren Tausende in Bitterfeld. Die Volkserhebung erschüttert die DDR. Das Ulbricht-Regime steht vor dem Sturz.
Aufgebrachte Arbeiter ziehen in Berlin vor das Haus der Ministerien. Also ich war am 11. Februar eingetreten ins Leunawerk in der Funktion. Und ich konnte natürlich überhaupt nicht die Verantwortung übernehmen, was da an Normen verändert wurde bis zum 17. Juni. Aber für die Arbeiter war ich der Schuldige. Und als sie nun am 17. Juni auch die Verwaltung in Leuna besetzten, ich war zu dem Tage nicht anwesend in Leuna, da suchten sie Schirmer den Bluthund. 17. Juni, da habe ich an sich gar nichts gemerkt davon. Nur ein Kollege, den traf ich auf dem Flur, der schrie mich gleich an, du läufst hier rum und wir protestieren da draußen. Da habe ich gesagt, so, Moment mal, was ist da los? Hat er mich aufgeklärt. Und da bin ich gleich mitmarschiert, mit raus. Und da haben wir uns vom neuen Verwaltungsgebäude, war eine riesen Menschenmasse, alles hat aufgehört zu arbeiten und da wurde eine Rede gehalten. Als die Lage eskaliert, wird wie in Berlin auch im Chemiedreieck der Aufstand niedergeschlagen. Das Leuna-Echo stellt die Provokateure an den Pranger. Einfache Mitläufer müssen schriftlich abschwören. Wir mussten uns verpflichten, schriftlich nicht daran beteiligt gewesen zu sein, sonst hätten wir dann etliche Tage keinen Lohn gekriegt. Natürlich hat sich keiner ausgeschlossen. Wir haben da unterschrieben und fertig. Und da war die Sache erledigt. Doch es brodelt weiter im Chemiedreieck. Im Oktober soll im Buna-Werk erneut gestreikt werden. Industrieminister Selbmann droht mit Waffengewalt. Die Buna-Arbeiter resignieren. Die Sprecher der Arbeiter werden entgegen allen Zusagen verhaftet. Der Kreml reagiert auf die Krise in der DDR. Kein selbstloser Akt, sondern Teil einer Politik zur Stabilisierung des schwer angeschlagenen Ulbricht-Regimes. Mit der Unterzeichnung des Moskauer Protokolls werden die letzten 33 SAG-Betriebe in Deutschland entschädigungslos in Volkseigentum übergeben. Reparationszahlungen sind eingestellt, Nachkriegsschulden sind erlassen und die Besatzungsausgaben herabgesetzt. Wir sind über Nacht um 13 Milliarden Mark reicher geworden. Am 31. Dezember 1953 wurde, wie in den anderen 32 SAG-Betrieben, so auch im Leunawerk die feierliche Übergabe vollzogen. Der sowjetische Generaldirektor Semjenikow übergibt dem deutschen Direktor, Held der Arbeit Dr. Schirmer, das größte Werk der Republik. Auf einer anschließenden Großkundgebung sprach der Stellvertreter des Ministerpräsidenten Walter Ulbricht. Liebe sowjetischen Freunde, liebe Arbeiter, Arbeiterinnen und Angehörige der technischen Intelligenz, der heutige Tag ist ein Feiertag der ganzen deutschen Arbeiterklasse. Die Leuna Arbeiter haben in zahlreichen Streiks und Kämpfen gegen die Macht der kapitalistischen Großaktionäre der Leute des IG Farben-Konzerns gekämpft. Die Leuna-Arbeiter hatten große Verluste in diesem Kampf. Aber es ist zur Wahrheit geworden, was einige Jahre später Ernst Thälmann sagte, trotz der Opfer, wir werden doch siegen. Leuna startet 1954 eine Produktionsoffensive. Der VÖB ruft zum sozialistischen Wettbewerb auf. Der junge Direktor Schirmer, beim Arbeiteraufstand noch als Bluthund geschmäht, gewinnt das Vertrauen der Belegschaft mühsam zurück. In Schkopau überführt ein neuer, junger Leiter,
Direktor Dr. Nelles die sowjetische Aktiengesellschaft SAG in einen volkseigenen Betrieb. Nelles hatte sich als Kunststoffexperte einen Namen gemacht. Die 45-Stunden-Woche machte eine sinnvolle Abstimmung der Eisenbahnfahrpläne auf die Bedürfnisse der Arbeiter nötig. Der größte Chemiebetrieb der DDR, VEB Leuna, hat die Probleme des Berufsverkehrs in guter Zusammenarbeit mit der Reichsbahn vorbildlich gelöst. Durch richtige Planung gelang es, die Abfahrtzeiten der Arbeiterzüge vorzuverlegen. Nach Schichtende stehen auf dem Leuna-Bahnhof Züge bereit. Für tausende Arbeiter ist täglich eine halbe Stunde für Freizeit und Familie gewonnen. Bitterfeld. Der sowjetische Parteichef Nikita Chruschtschow besichtigt das elektrochemische Kombinat. Bis Mitte der 50er Jahre standen Stahl und Kohle im Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik der DDR. Die Chemieindustrie hatte nur einen geringen Stellenwert. Mit Chruschtschow deutet sich eine Wende an. Er verspricht dem Ostblock einen Konsumschub. Die Chemisierung vieler Wirtschaftsbereiche soll dabei helfen. Sie wird zur Waffe im Klassenkampf erklärt. Volkseigenen elektrochemischen Kombinat Bitterfeld arbeitet die Brigade Nikolai Mamai, bekannt geworden durch ihre große Initiative im Wettbewerb um den Ehrentitel Brigade der sozialistischen Arbeit. Die Halle 4 des Aluminiumwerkes 1 ist die Wirkungsstätte dieses Kollektivs, das danach strebt, sozialistisch zu arbeiten und zu leben. Sie und alle, die mitschaffen an unserem Aufbauwerk, konnten den 1. Mai in der Gewissheit begehen, dass der Sozialismus siegt. Die Vorzeigebrigade Mamai übt in Bitterfeld sozialistisch arbeiten, lernen und leben. Der 5. Parteitag der SED hat ein sozialistisches Menschenbild postuliert, dem die Musterbrigadiers nacheifern. Ein Experiment mit Hindernissen. Ob man so einen Wettbewerb gewinnen kann? Die Brigade gibt die Hoffnung auf. Für so einen ist kein Platz mehr hier. Soll er sehen, wie er allein fertig wird. Der Wettbewerb fordert ganze Arbeit von jedem Einzelnen. Und was alle gut machen, verdirbt Gerhard durch seine Gleichgültigkeit bei der Arbeit. Die Kumpel fordern Ausschluss aus der Brigade. Das ist nicht die richtige Methode. Ihr müsst ihn erziehen. Aber die Mehrheit. Auch Schriftsteller wenden sich auf Wunsch der Partei verstärkt dem Arbeitsalltag zu. Der Bitterfelder Weg führt zu Werken der Produktionslyrik, auch über die Taten der Mamais. Verhärtete Schlacke muss aufgebrochen werden. Das ist am Ofen so und so ist es im Leben. Im Westen ist der Wiederaufbau der großen, ehemals zur IG Farbenindustrie AG gehörenden Chemiewerke nach der Währungsreform vom Sommer 1948 rascher vorangekommen als im Osten. Die BASF baut ihre Werke zügig aus. Noch unter französischer Besatzung geht es mit dem Unternehmen, das in den 20er und 30er Jahren entscheidend am Aufbau des mitteldeutschen Chemiedreiecks beteiligt war, wieder aufwärts. Der Verlust der Ostwerke wird bald kompensiert. Die Westmächte haben die Interalliierte Reparationsagentur gegründet, die mit einer Flotte von VW-Käfern über Land fährt, um zur Kriegsentschädigung geeignete Anlagen auszumachen. Gelegentlich wird noch demontiert, der Aufbau der westdeutschen Chemieindustrie wird von den Alliierten aber eher gefördert als behindert. Langsam kommt auch das Exportgeschäft wieder in Gang. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei Bayer in Leverkusen. Das Werk kann an seine traditionellen Stärken bei der Herstellung von pharmazeutischen Produkten anknüpfen und seine Rohstoffgrundlage von Kohle auf Erdöl umstellen. Die Abwicklung der NS-belasteten Interessengemeinschaft Farbenindustrie ist in den Westzonen schleppend vorangegangen. Erst im Mai 1952 wird die Entflechtung abgeschlossen. 12 Nachfolgegesellschaften werden gegründet. Für die fortbestehenden Forderungen gegen die IG Farben, darunter Wiedergutmachungsleistungen, wird im selben Jahr die IG Farben in Liquidation gegründet.
Später kaufen Spekulanten einen Großteil der Aktien und hoffen, eines Tages an das ehemalige Vermögen der IG in der DDR zu gelangen. Die großen drei, Bayer, Höchst und BASF, können alle Forderungen gegen IG Farben an die Liquidationsgesellschaft verweisen und sich ganz auf ihren wirtschaftlichen Erfolg konzentrieren. Das Hydrierwerk in Leuna empfängt Besuch. Den Mann, dessen Namen die Leuna-Werke tragen. Hier kommt kein Aufsichtsrat und kein Unternehmer. Und es gibt keine Dividende, die er nachzurechnen hätte. Dieser junge Dr. Schirmer ist übrigens der Direktor. Ich war eingeladen zu einer Politbüro-Tagung, die 1957 stattfand, wo Oebrecht mich vergattern wollte. Er stellte mir damals die Frage, ob ich nicht überzeugt sei, dass die IG Farben-Ideologie feindliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Werkes hätte. Und ich antwortete, nein. Das brachte mich in große Schwierigkeiten. Vermeintlich der IG-Ideologie nachzuhängen, war in Zeiten des Klassenkampfes gefährlich. Doch da Direktor Schirmer erst nach dem Krieg in Führungspositionen gelangt war, konzentrierte sich die Kritik der Partei auf ehemaliges IG-Führungspersonal. Man konnte nach zwei Richtungen den Kampf nicht führen und so blieb die Attacke gegen mein Unverständnis zunächst mal aus und die beiden Herren, Sundhoff und Wirth, wurden dafür besonders in die Mangel genommen, so dass sie dann die Republik, die DDR, verließen. Der Chemiegigant der DDR, die Leuna-Werke Walter Ulbricht, ein neuer Werkdirektor, übernahm am Jahresanfang die Leitung dieses wichtigen Betriebes. Dr. Siegbert Löschau, Sohn eines Drehers, bei der Übergabe durch den bisherigen Direktor Professor Dr. Schirmer, der nach zehnjähriger erfolgreicher Tätigkeit zum stellvertretenden Leiter des Forschungsrates ernannt wurde. Bis 1956, würde ich annehmen, hatten wir durchaus die Möglichkeit, etwa Schritt zu halten mit der Entwicklung in Westeuropa. November 1958. Chemiekonferenz in Leuna. Die chemische Industrie der DDR wird entscheidend gestärkt. Im VEB Agfa Wolfen sehen wir eine neue, höhere Form der menschlichen Beziehung. Arbeiter, Techniker und Wissenschaftler wie Dr. Lange haben sich zu einer sozialistischen Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Ein neuer, sichtbarer Ausdruck des Bündnisses der Arbeiterklasse mit der Intelligenz. Die Verbindung wissenschaftlicher Erkenntnis mit der Produktionserfahrung. Das ist das Geheimnis des Tempos, mit dem wir Westdeutschland einholen und überflügeln werden. Chemie schafft Brot, Wohlstand, Schönheit. Chemie bedeutet Brot, war begründet durch die rasante Entwicklung der Düngemittelindustrie. Nicht nur den chemischen, auch Kali wurde stark entwickelt. Ja. Wohlstand, weil die Chemisierung in die ganze Wirtschaft hineinragt und alle Zweige erfasst. Und Schönheit war eigentlich weniger wegen Lippenstiften und Parfums und so weiter. Das spielte damals überhaupt keine große Rolle, sondern vor allen Dingen wegen neuer Textilrohstoffe. Das Chemieprogramm sieht vor, auch die Produktion dieser und der anderen synthetischen Fasern auf das 4,5-fache zu erhöhen.
Ein kleiner chemischer Zaubertrick und aus dem PVC wird durch Nachchlorierung PC, eine spinnbare vollsynthetische Faser mit erstaunlichen Eigenschaften. Das ist Chemie. Das ist 100% Perlon, vollsynthetisch und in seinen speziellen Eigenschaften den Naturfasern überlegen. Neben Film und Farben ist die Faserproduktion die dritte Säule der Wolfener Chemiewerke. Schon in den 30er Jahren wurde hier die erste vollsynthetische Faser der Welt hergestellt. Die Zellwollproduktion stieß zunächst auf Ablehnung in der Filmfabrik. Fussel auf der Filmschicht konnte man natürlich nicht gebrauchen. Schließlich war die Aqua einst wegen der reinen Luft von Berlin nach Wolfen gezogen. Doch das ist Historie. In den 60er Jahren macht die Faserfabrik den Westmarken Nylon und Perlon Konkurrenz. Dederon nennt man die vollsynthetische Faser aus der DDR. Auch so manche Bluse im Angebot westdeutscher Kaufhäuser ist daraus gewebt. Und in HU-Geschäften der DDR hat die moderne Kunstfaser die traditionelle Baumwolle bald verdrängt. In Piesteritz und Leuna wird weiter nach dem Haber-Bosch-Verfahren Ammoniak hergestellt. Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften der DDR verlangen nach dem Stoff ebenso wie die Nationale Volksarmee. Denn man kann daraus Kunstdünger und Sprengstoff herstellen. Und hier in der Retorte entsteht unter den Händen unserer Chemiker und Chemikerinnen schon wieder neuer Nutzen, neuer Reichtum. Während die chemische Grundlagenforschung der DDR in den 60er Jahren erfolgreich arbeitet, behindert der schwerfällige Plan den Aufschwung der Sparte. Geräte und Verfahrenstechnik hinken hinter westlichen Standards her, auch in Leuna. Aus sowjetischem Erdöl werden wir hier Ethylen und Propylen gewinnen, ohne zusätzliche Arbeitskräfte. Neben dem Altwerk soll in Leuna ein modernes Werk der Petrochemie entstehen. Mit Leuna 2 und dem Erdölverarbeitungswerk Schwedt will die DDR-Chemieindustrie in das Erdölzeitalter eintreten. Und an der Friedensgrenze in Schwedt an der Oder, wo diese Bäume gefällt werden, wo jetzt noch Wald und Heide sind, wie einst dort, wo heute Stalinstadt steht, wo Sprengstoff den Boden aufreißt und zugänglich macht, hier wird ein mächtiges Erdölkombinat zum Himmel wachsen. Hier wird die Fernleitung münden, die aus dem Ural sowjetisches Erdöl zu uns fließen lassen wird. Eine neue Grundlage für eine neue Industrie. Mitte der 60er Jahre importiert die DDR modernste Anlagen zur Kunststoffherstellung. Die hiermit erzeugten Grundstoffe für Wasserrohre und Folien werden als Beweis der Leistungsfähigkeit der sozialistischen Wirtschaft gefeiert. Ein Erfolg der kleinen DDR, den Honecker selbst besiegelt. International führende Hersteller hatten die neuen Kunststoffe allerdings schon ein Jahrzehnt früher auf den Markt gebracht. Zur westlichen Konkurrenz aufzuschließen, fällt der DDR-Chemieindustrie immer schwerer. Auch in Schkopau wird noch einmal ein Anlauf gemacht. Ab 1960 wandelte sich das Bild in Schkopau vollkommen. Das ist auch der Zeitpunkt, da man von dem Begriff chemische Werke Buna abgeht und dann an der Autobahnbrücke in Voggenrode und überall deutlich machte, in Schkopau werden Plaste und Elaste erzeugt. Im volkseigenen Betrieb Plasta in Ottendorf bei Dresden wird der Werkstoff der neuen Technik verarbeitet, Phenolharz. Mit einem Druck von 200 Atü und bei einer Temperatur von 160 Grad werden die einzelnen Stücke gepresst. In der Produktion von Plastwerkstoffen steht die DDR an vierter Stelle in der Welt. Telefonhörer zählen genauso zum Fertigungsprogramm des Betriebes wie die formschönen Haushaltsgegenstände.
Na, ich muss mal sagen, die Leute, die seit Jahren in dem Werk tätig waren, die waren schon stolz, Bunese genannt zu werden. Wenn sie auch nicht unmittelbar mit den Auswirkungen, sagen wir mal, der Umwelt oder sonst die Auswirkungen verbunden war, aber dort jahrelang tätig zu sein, das ist doch, war doch ein stolzes Gefühl. Wir Schkopauer, wir Buna-Pelzer oder Bunesen, je nachdem, von welchem Standpunkt man das aus betrachtet hat, waren überzeugt, dass wir die Größten und die Besten waren. Wenn sich alljährlich zur Messe die Kaufleute und die Vertreter der großen Industrien aus Ost und West treffen, dann wird besonders deutlich, welche großen Perspektiven das Chemieprogramm unserer Regierung für die gesamte Volkswirtschaft eröffnet. Die Angebote zeugen vom Reichtum und der Vielfalt unserer Chemie, vom Fleiß und der Tüchtigkeit unserer Arbeiter und von den Erfolgen einer sich frei entfaltenden wissenschaftlichen Tätigkeit auf den verschiedensten Gebieten. Alle aber sind in Betrieben entstanden, die dem Volke gehören und die deshalb ausschließlich für den Frieden produzieren. Und auch das macht einen Teil ihrer immer größer werdenden Anziehungskraft aus. Besonders interessieren immer wieder die Fertigprodukte, die uns nun hineinführen in die ganze Wunderwelt der modernen Chemie. Die Kehrseite des Chemieprogramms, auch die Kohlechemie wird ausgebaut, gegen den internationalen Trend. Wirtschaftlich ist das nicht. Die Stromkosten für die Karbidöfen sprengen alle sinnvollen Kalkulationen. Auf den Titel weltgrößter Karbidproduzent sind die Planer trotzdem stolz. Aus Kohle und Kalk entsteht Karbid. Ein einziger der riesigen Öfen verbraucht die gleiche Menge an elektrischer Energie wie eine moderne Großstadt. Und das Chemieprogramm sieht vor, die volkseigenen Buna-Werke zum größten Karbidproduzenten der Welt auszubauen. Wir hätten 6 bis 8 Millionen Tonnen mehr Erdöl gebraucht, wenn wir das alles ersetzt hätten. Und wir hätten 6 bis 8 Milliarden Investitionen gebraucht, um die Voraussetzung zu schaffen, das Ganze mit Öl herzustellen. Dieses Erdöl gab uns niemand. Kostandow, der sowjetische Chemieminister, hat oftmals gesagt, man könnte das nicht ersetzen durch Öl. Und als wir ihnen dann gesagt haben, wo kommt das Öl her, von der Sowjetunion? Nein, von uns nicht. Müsste auf dem Weltmarkt kaufen, dafür hat man keine Devisen. Für den Ausbau der Kohlechemie bezahlen vor allem die Beschäftigten und Anwohner des Chemiedreiecks einen hohen Preis. Pro Jahr werden allein von den Kraftwerken und Karbidfabriken des Buna-Werkes über 50.000 Tonnen Staub, fast 90.000 Tonnen Schwefeldioxid und mehr als 6.000 Tonnen Stickoxide freigesetzt. Hinzu kommen noch die Umweltbelastungen aus der Chlorchemie, vor allem hochgiftige Quecksilberausträge. Solche Folgewirkungen der Chemisierung kommen in der Propaganda nicht vor. In Wolfen zehrt man noch immer von den großen Traditionen der Agfa. Herr Chan Chi-Chou interessiert sich für den neuen, hochempfindlichen Ultra-Rapid-Film der Filmfabrik Agfa Wolfen. Wir wollen Ihnen gern Auskunft über die Eigenschaften. Es waren in den vergangenen Jahren Filme exportiert worden, die nicht ausreichend geprüft waren und die zu großen Reklamationen im Ausland führten. Es galt also darum, wieder das für Filmindustrie gültige Rezept oder Ordnung und Disziplin wieder einzuführen. Ständige Gütekontrollen garantieren, dass nur Filme von bester Qualität in die Verpackungsmaschinen gelangen. Von hier aus treten die bekannten Agfa-Filme ihren Weg in alle Welt an. Trotz aller Erfolge im weltweiten Handel mit Rohfilmen und verbesserter Gütekontrollen schwebt über der Wolfener Filmfabrik ein Damoklesschwert. Die weltbekannten Agfa-Warenzeichen drohen verloren zu gehen.
Nach dem Krieg haben die westlichen Werke in Leverkusen und München ihr Warenzeichen auf vielen Märkten wieder angemeldet. Wolfen gerät international ins Hintertreffen. Abseits der Politik vereinbart die Wolfener Leitung 1956 mit den Westwerken eine gemeinsame Nutzung der Warenzeichen. Das Abkommen hält bis 1964. Dann kündigt die DDR den Vertrag. Sie hat den Wert der Warenzeichen erkannt und will nun ein eigenes, weltweit vermarktbares einführen. Orwo. Ein neues Wort. Ein neuer Begriff. Was verbirgt sich dahinter? Mit erweiterter und verbesserter Produktpalette startet die neue Marke Orwo am internationalen Markt. Werkdirektor Bärwinkel begründet den Neustart. Bestimmend für die Güte der Original-Wolfener Erzeugnisse ist die 55-jährige schöpferische Tradition der Wissenschaftler, Arbeiter und Angestellten unseres Werkes. Wir konnten wieder Fuß fassen mit unseren Filmen, vor allen Dingen auch mit den Amateurfilmen, in den Ländern, wo wir hätten sonst als Wolfen nicht hinliefern dürfen. Also wo die Agfa-Warnzeichen ausschließlich Leverkusen gehörten. Und dieser Export von uns in diese Länder stieg wieder. Und das war ja der Ausgangspunkt der Kündigung des Vertrages durch Wolfen. Wir sahen, dass wir mit Ausnahme Indien, Ägypten, in keine Länder mehr lieferten, die uns harte Devisen garantierten. Und so ist es zur Kündigung des Vertrages gekommen. Und so ging es dann auch nach Orwo wieder aufwärts. Die Filmfabrik kommt nicht nur mit Neuentwicklungen und verbesserten Erzeugnissen in die Messestadt. Sie kommt vor allem mit einem neuen Namen. Ein Begriff höchster Qualität. Orwo, das neue Warenzeichen, wird sich im internationalen Handel bewähren.